Wenn wir hier in Hessen Möbel mit Bauernmalerei bekommen, stammen sie meist aus Thüringen. Bauernmalerei. Das ist also jetzt nicht so, dass der Bauer hier die Möbel bemalt hat, sondern es liegt vor allem daran, dass diese Möbel eben im ländlichen Bereich hergestellt worden sind und der Zimmermann oder auch der Schreiner, der die Möbel damals hergestellt hat, hat eigentlich auch den Farbauftrag hier ausgeführt. Es gibt natürlich auch zu der Zeit, das sind hier so Möbel aus dem Mitte des 19. Jahrhunderts, da gab es natürlich auch schon akademisch ausgebildete Maler, die mit Ölfarben, mit hochwertigen Ölfarben gemalt haben. Das findet man ja auch auf Möbeln. Aber hier in dem ländlichen Bereich haben wir dann eher Farben, natürliche, mineralische Farben, die aufgelöst sind in hauptsächlich Eitempera oder in Casein. Mit Casein habe ich ja schon mal Videos gezeigt, dass man auch mit Casein Farbe gut Wände streichen kann, auch Außenwände. Deswegen will ich jetzt hier mal zeigen, weil wir hier was ersetzen müssen, mit Öltempera, mit Eitempera. Diese Bauernmalerei mit Eitempera oder Caseinfarbe unterscheidet sich doch in ihrem Aussehen, in ihrem Ton oder Tiefenwirken der Farbe oder wie man es auch immer nennen will, doch ganz gravierend von den heute modernen Farben, Dispersionsfarbe, Acrylfarben, sodass man also auch auf so alte Möbel natürlich mit den originalen Bindemitteln noch arbeiten sollte, weil anders andere sieht dann einfach auch nicht aus. Und das herzustellen ist eigentlich auch gar nicht so schwierig, wenn man sich mal genau jetzt hier die Motive oder die Farben sich anschaut, ist es doch recht einfach gestaltet hier, so eine Blumenvase. Das ist ja nicht naturalistisch, sondern doch recht schlicht gemalt, wo man sagen könnte, das könnte fast jedes Kind nachmalen. Ein Schreiner oder Zimmermann, der so ein Möbelteil damals hergestellt hat, durfte auch gar nicht zum Beispiel figürliche Dinge malen, sondern das war anderen vorbehalten, wie Maler, Anstreicher, Dekorationsmaler, ich weiß nicht, welche anderen Gewerke es damals noch alles gab. Das 1862 kam ja diese Gewerbefreiheit und die Zünfte wurden da aufgehoben. Da war dann eben wahrscheinlich, glaube ich, auch mehr möglich, aber zu der Zeit, Mitte des 19. Jahrhunderts, waren vielleicht dann hier so stilisierte Sachen, die konnte er aufmalen, alles andere war ihm halt nicht erlaubt. Nun ist natürlich auch immer die Frage, was sollte man bei so einer Truhe jetzt hier zum Beispiel überhaupt nacharbeiten? Hier oben drauf fehlen die Flächen, die rechteckigen Flächen ganz. Die sahen wahrscheinlich auch ähnlich aus wie auf den Seiten. Da könnte man natürlich die Malerei wieder neu aufbringen. Man hat ja hier durch die Seitenvorlagen. In dem Fall will hier die Kundin das aber nicht. Aber an der Seite habe ich, wie man hier sieht, ist dort eine doch recht auffallende Stelle gewesen, die eben, wo eben die Farbe fehlte. Dort habe ich eben mit Eitempera neue Farbe aufgebracht. Dass so Bauernmalerei damals eben in erster Linie mit Eitempera oder Caseinfarbe aufgetragen worden ist, liegt einfach daran, dass natürlich man im ländlichen Bereich einfach diese Zutaten hat, diese Bindemittel Ei, als auch für die Caseinfarbe Kalk und Magermilch. Was man eben braucht, ist, waren da noch verschiedene Pigmente, aber schon hatte man einfach eine fertige Farbe. Es gibt ja auch andere Temperafarben, aber diese Eitempera ist also einfach am einfachsten herzustellen. Tempera kommt aus dem Lateinischen, heißt ja nur mischen. Bei der Temperafarbe handelt es sich auf jeden Fall immer um eine Emulsion, und zwar aus öligen und wässrigen Bestandteilen. Und beim Ei liegt diese Emulsion schon auf natürlicher Weise vor, sowohl im Eigelb als auch im Eiweiß. Aber im Eigelb natürlich besonders viel, ich glaube, da sind fast 30% oder auch nur 20-30% Öl drin enthalten. Und natürlich auch wässrige Bestandteile. Das heißt, wenn ich jetzt hier also eine Farbe anrühre, das ganz einfach und schnell machen will, dann nehme ich tatsächlich einfach das ganze Ei, schlage das hier ein und rühre dann einfach Pigmente dazu. Fertig ist die Farbe.
denn ich will ja auch beim Mahlen mit Eitempera eine etwas dickere Konsistenz haben. Ich mache also nicht jetzt so ganz aufwendige Sachen, wie man es heute vielleicht macht, indem man eben jetzt hier alles fein trennt, Eigelb, Eiweiß, das kann man ja schon machen, aber dass man eben dann noch die Pigmente einrührt mit einem Glasläufer und dann natürlich auch oft dann noch weiteres Leinöl dazu gibt, Wasser dazu gibt, dann wird natürlich das immer viel flüssiger, das Ganze. Man kann natürlich damit viel größere Flächen streichen, aber ich will jetzt ja hier mit dieser Eitempera malen, das heißt, so ähnlich wie wenn ich mit Ölfarbe male ein Bild, dann habe ich auch viel dickere Konsistenz, wenn ich mit Ölfarbe zum Beispiel ein Fenster streiche, wo die Ölfarbe dann ja sehr dünn ist. Ich nehme wirklich also das, was der ländliche Maler damals genommen hat, das Ei, schlage es einfach auf und trenne natürlich, ja, das trenne ich jetzt schon Eiweiß und Eigelb, weil natürlich das Eiweiß nicht so viel jetzt an Fett hat, oder geht es auseinander, mach schnell hier rein. Man kann auch noch diese Hagelschnur entfernen, natürlich. Aber ich habe mit diesem Eigelb jetzt hier schon eine richtig gute Mahlkonsistenz. Brauche eigentlich jetzt nur noch Pigmente einrühren. Und das klappt wirklich hervorragend. Ich habe hier habe ich zum Beispiel mal so Pigmente, das ist schon 2 Jahre her, auch hier in Eigelb eingerührt und dann hier aufgestrichen. Also da ist nicht irgendwie, das ist wasserfest, kratzfest eigentlich auch, ohne weitere Zutaten. Eigentlich habe ich dann nochmal ein bisschen Ei, man kann das Ei klar nachher noch sogar drüber streichen, nachdem das Eigelb getrocknet ist, dann glänzt das Ganze noch so ein bisschen. Also für Malerei optimal geeignet. Und es geht wirklich auch sehr schnell, wenn ich jetzt einfach hier so ein bisschen Eigelb hier reinmache, nehmen wir hier mal Englisch Rot, kleines Löffelchen hier, Englisch Rot hier rein, dazu, mach es einmal mit dem Pinsel hier umrühren, das löst sich auch sofort eigentlich alles auf und habe damit sofort eine malbare Farbe. Die ist sogar noch gar nicht mal so dick mehr. Also gut, da kann ich jetzt noch, natürlich noch mehr, etwas mehr Pigmente reinmachen. Umso dicker wird dann die Farbe. Ja, man sieht ja, wie schnell das geht. Und ich brauche ja meistens für so eine Malerei auch gar nicht so viel an Farbe. Hier ist, wenn ich jetzt damit anstreichen würde, das ist ja bei Caseinfarben oft so, dass man dann Tapeten mit anstreichen will. Oder Wände mit anstreichen will, da muss man es natürlich auch sehr verdünnen. Dann ist jetzt ja nachher fast wie eine Lasur. Aber so kann ich wirklich schön dick alles aufstreichen. Also man sieht, es ist überhaupt kein Problem, sich schnell mal eine Farbe herzustellen. Pinsel kurz ausgewaschen und man kann mit der nächste Farbe einrühren. Nehmen wir mal hier Umbra. Also ich denke, dass man schon mit 2, 3 Eier so eine ganze Truhe bemalen kann. Ein bisschen zu wenig hier. Da schöne satte Farben. Ich trage jetzt hier auf der gereinigten Eitempera-Farbenfläche rohes Leinöl, unbehandeltes Leinöl auf. Und da wird man ja schon gleich sehen, dass die Farben dann jetzt viel kräftiger wieder zum Vorschein kommen. Da reicht auch ein einmaliger Anstrich. Oft ist ja auch schon in der Eitempera Farbe Leinöl oder Leinölfirnis emulgiert. Was hier vielleicht nicht unbedingt der Fall gewesen ist, aber man kann es ja auch im Nachhinein jetzt hier nochmal einen Anstrich drauf machen.